Shalom Aleichem, guten Abend allerseits. Es ist ein besonderes Thema, eine besondere Zeit. Ich bin natürlich sehr dankbar, dieses Thema zu sprechen, da Jerusalem liegt mir am Herzen. Ich bete dreimal am Tag und immer beim Zentral vom Gebet sage ich, soll Gott zurückkehren zu seiner Stadt Jerusalem mit Barmherzigkeit und soll er dort wohnen, so wie er hat versprochen. Und soll er sie bauen in unsere Tage, ein ewiges Gebäude. Baruch Ata Hashem, Bonne Jerusalem. Steht geschrieben, dass Gott baut Jerusalem die ganze Zeit. Er hat sie nicht gebaut, er wird sie nicht bauen, er baut sie. Die ganze Zeit Jerusalem wird gebaut. Wenn jemand isst ein Abendessen oder Mittagessen oder Frühstück und er wäscht seine Hände und er macht das Tischgebet, in die Zentrale von dem Tischgebet, betet man von Jerusalem. Uvenei Jerusalem. Also betet man Gott. Baruch atah Hashem bone berachamav Jerusalem. Amen. Sehr gut, also bone, also Gott baut Jerusalem. Und so Jerusalem bei uns ist nicht nur eine Stadt und nicht nur eine Metropolin. Jerusalem hat in unserer Literatur und in unserer Sprache 70 Namen. Hör mal gut zu. 70 Namen. Ir David, Ariel, Ir Zion, Besesnov, Kriat Melech Rav. Viele, viele Namen, wenn jemand will. Er wird später gucken. Sie wissen, es gibt einen Rabbiner und Rabbinerin im Internet. Rabbiner Google und Rabbinerin Wikipedia. Also ihr könnt gucken bei diesen Ehepaar, die geben wunderbare Antwort. Und ihr werdet sehen, auch bei Rebetzin Wikipedia, sie schreibt alle 70 Namen von Jerusalem. Ich wollte es drucken kurz vor dem Shiur, aber mein Toner ist leer. Und mein Sohn weiß nicht, wie man trickt dem Drucker, soll er drucken Farbe. Weil der Drucker ist auch schlau. Wenn der Schwarz ist weg, gibt er nicht mal die Farbe. Aber gut, ihr werdet das später sehen, alle alleine zu Hause. Jede Synagoge ist heilig. Und sogar im Ausland, in Babel, hat man geschrieben, dem Talmud Bavli, der babylonische Talmud, was wir lernen die ganze Zeit in Yeshivot. Trotzdem, Babel ist nicht so heilig. Israel ist heiliger. Israel ist viel heiliger. Wenn einer betet oder wohnt oder besitzt in Israel, schon seine Gebete, er ist nah zum Prophezeiung. Alle Propheten waren in Israel. Es war kein Prophet im Ausland, außer zwei, Moshe und Jechezkel. Gibt es eine Erklärung, warum? Aber sonst, alle Propheten waren im Land Israel. Es gab keinen Prophet in die Torah, der hat gelebt draußen. Auch nicht die sieben Prophetinnen waren nicht im Ausland. Alle waren in Eretz Israel, alle waren im Land Israel. Und auch in Eretz Israel ist heilig. Vielleicht wird ihr sagen, ja, Hebron. Hebron ist sehr heilig, weil dort liegt Adam und Chava, Abraham und Sarah, Yitzchak und Rivka, Jakob und Lea, große Menschen, Kopf von Esau. Vielleicht Hebron ist die heiligste Stadt. Nein, Hebron nicht. Hebron ist Element Erde. Vielleicht Tiberius. Oh, Tiberius, Element Wasser. In Tiberius, was hat man gemacht in Tiberius? Zwei große Werke. Welche zwei große Sachen hat man gemacht in Tiberius? Hat man ja? Talmud. Welche? Welche Talmud? Talmud Jerusalem, wer hat gesagt? Respekt. Also in Tiberia hat man gemacht zwei Sachen. Hat man geschrieben die Mishnah, die ganze mündliche Lehre und die ganze Talmud Jerusalem. Und trotzdem bleibt Veria nur Element Wasser. Und das ist nicht die heiligste Stadt. Vielleicht wird ihr sagen, ja, Gräber, nicht so wichtig. Mishnah, Talmud Jerusalem, vielleicht Tzfat. Welche Werke hat man gemacht in Tzfat? Was hat man geschrieben in Tzfat? Zwei wichtige Sachen. Zwei allerwichtigste Sachen, die das Judentum hat. Shulchan Aruch und Kabbalah. Shulchan Aruch, Gesetze, wie geht man um mit dem Körper? Und Kabbalah, wie geht man um mit der Seele? Wo hat man das geschrieben alles? In Tzfat.
Vielleicht Zfat ist die heiligste Stadt, weil Zfat ist Element Wind, ein großes Element, Rabbi Yosef Karo, Rabbi Yitzchak Luria, alle großen Nenne. Gibt noch eine Stadt. Diese Stadt heißt Jerusalem. Und in Jerusalem, wenn jemand will dort wohnen, er kann zwingen, seinen Partner dort zu wohnen. Sonst, ein Ehepaar kann nicht einer dem anderen zwingen, wo zu leben. Aber wenn einer von den Paaren will leben in Jerusalem, ob das ist jetzt der Mann oder das ist die Frau, das ist die einzige Ausnahme in unseren Gesetzen, wo sagt der Talmud in Ketubot, Kofin bnei zug lagur b'Yerushalayim. Es ist erlaubt, zu zwingen, zu bedrohen mit Scheidung, wenn der Partner nicht in Jerusalem leben will. Und falls die Frau will nicht leben in Jerusalem, darf der Mann sie scheiden lassen und sie muss einverstanden. Und genauso muss der Mann seine Frau scheiden lassen, wenn sie sagt, genug Miami, sie will Jerusalem. Ich rede nicht jetzt, wenn sie will Streit. Wenn sie will Streit, sollen sie gehen zum E-Therapie. Aber ich rede jetzt, wenn die beiden wollen Jerusalem, wirklich. Wenn eine ist so Meschuge geworden nach Jerusalem und er sagt, ja, mein Leben will ich in Jerusalem. Sagt die Halacha, es ist erlaubt, zu zwingen, den Partner dort zu leben. Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, der war der erste Aliyah im Mittelalter, gegangen nach Jerusalem vom Gerona. Gekommen nach Jerusalem, er hat kaum gefunden dort ein Minyan. Kaum ein Minyan. Kaum 10 Leute hat er gefunden in Jerusalem. In der Zeit, wo er es gekommen ist, vor 1000 Jahren. Und schreibt uns Ramban, diesen Ort ist ein heiliger Ort, die der Prophet Shmuel durch seine Prophezeiung entdeckt, dass das ist das wichtigste Ort, die gibt in der Welt. In diesem Ort hat Shlomo HaMelech gebaut, dem ersten Bet HaMikdash. In diesem Ort hat Jakob Avinu geschlafen und hat gesehen dem Leiter. Und steht geschrieben, das ist der Tor des Himmels. In diesem Ort hat Abraham Avinu geopfert zum Akedah, sein ein und einziger Sohn Yitzchak. Und Gott hat ihm geschickt, eine Stadt, einen Mensch zu opfern, ein Wider. Darum hat man dort nur Tiere geschaffen und nicht Menschen. Und in diesem Ort hat Noach nach dem Sintflut gebracht Opfer von die sieben Reine. In diesem Ort haben Kain und Habel gestritten und einer dem anderen wegen Religion getötet. Und in diesem Ort hat Adam und Chava geboren. Also in diesem Erde, dort wo es gibt den Altar, von diesem Altar, was Gott schuf dort Adam, dieser Altar wird ihm verzeihen. Also sagt Ramban, jetzt versteht ihr, warum diese Stadt, warum diesen Ort ist so besonderes, ist so heilig, ist so Maximum Kraft in dieser Welt. Warum diesen Ort ist so kräftig in dieser Welt? Was ist passiert in diesem Ort? Alles. Wer will wiederholen, was ist passiert in diesem Ort? Adam und Chava geboren. Kain und Havel weitet. Yitzchak, Noach hat geopfert, Jakob hat geträumt. Aber jetzt kommt, wo beginnt die jüdische Geschichte. Lass uns zu sehen, wo beginnt die jüdische Geschichte. Das jüdische Volk, 1312 vor unserer Zeitrechnung, haben bekommen die Tora. Leicht zu merken, wann hat man die Tora bekommen? 1312 vor unserer zeitweltlichen Rechnung. Leicht zu merken, ich sage immer Bar Mitzvah, Bat Mitzvah. Bar Mitzvah ist 13, Bat Mitzvah ist 12. Leicht zu merken, wann war dieses Datum. 40 Jahre wandelt das jüdische Volk in die Wüste. Und wer bringt das jüdische Volk in die Wüste? Joshua. Joshua erzählt nicht die Juden, wo ist die heiligste Stadt. Warum nicht? Weil Joshua weiß, wenn er sagt, die Juden, wo ist die heiligste Stadt, niemand wird wohnen in Netanya. Und niemand wird wohnen in Tiberia. Und niemand wird wohnen in Shomron. Und niemand wird wohnen in Hebron. Wo werden alle leben? In Jerusalem. Genauso wie heute. 78% von ganz Israel wohnt in die israelische Seite, die heißt Gush Dan. Gush Dan ist Tel Aviv, Jaffo, also die ganzen Ramat Gan,
fast ganz Israel wohnt dort. Wir werden bald erklären, warum. Weil es gibt Zion und Jerusalem. Es gibt die religiösen Stadt und die administrativischen, politischen Stadt. Wir werden bald sehen, dass Jerusalem in der Zeit von Joshua war noch überhaupt nicht wichtig als ein besonderer Platz. Was hat Joshua gemacht? 14 Jahre hat er alle 12 Stämme verteilt, ganzen Land Israel. Diese Teil zu Dan, diese Teil zu Asher. Asher waren sehr gut mit Oliven, haben sie bekommen dem Galil. Jeder hat bekommen sein Teil. Jerusalem wurde nicht geteilt. Jerusalem gehört alle. Jerusalem gehört die Leviten, sie wohnen dort, sie arbeiten dort. Und jahrelang, nachdem die Mishkan war in Nov und in Shomron, endlich König David bringt die Bundeslade, die Tafel, die Gott hat gegeben. Und was macht er mit diesem Aaron HaBrit, mit dieser Bundeslade? Er bringt sie nach Jerusalem und dort sagt er sein Sohn Shlomo, jetzt baust du einen Ort für Gott für ewig. Und König Shlomo investiert 7 Jahre zu bauen diesen Haus. Und in diesem Haus hat er gelegt, drinnen in alle Heiligen, die Bundeslade, die Tafel, alles. 40 Jahre war ruhig, still und schön und alle waren glücklich. Und König Shlomo ist so dankbar. Und er sagt bei seiner großen, großen Rede, wo hat man die Beit HaMikdash geweiht, alle kommen in diesen Gebäude. Und er betet Gott etwas Besonderes. Er sagt, lieber Gott, ich habe an dir eine Bitte. Wenn Juden kommen zum Tempel, du sollst manchen helfen und manche sollst du nicht helfen. Warum sollst du manchen nicht helfen? Weil in dem Moment, wenn du manchen nicht hilfst, sie werden mehr beten, sie werden Opfer geben, sie werden besinnen. Aber hör mal zu, was steht geschrieben. Unglaublich. Muss man blind sein, um das nicht zu lesen? Das ist Könige 1, Kapitel 8. Ich lese. Gott, für dein Volk, nur wenn sie gehen in deinen Weg, sollst du sie hören. Aber ich habe eine Bitte. Ich habe eine Bitte. Wenn kommt aber der Fremde, der Goy, der nicht von deinem Volk, und er kommt von einem anderen Land wegen deinem Namen, weil er hat gehört über deinen Namen und deinen starken Arm, und er ist gekommen zu beten in diesem Haus in Jerusalem. Du sollst hören. Was heißt das? Du sollst tun, genauso wie diesen Fremder, wie diesen Goy, bitte dir. Warum? Damit sollen wissen alle Völker, wie wichtig ist der Gott von Volk Israel. Und sollen sie wissen, dass dein Name ist gerufen auf diesem Gebäude. Habt ihr gut gehört, was steht geschrieben hier? Was sagt Shlomo Melech zu Gott? Ich habe eine Bitte. Für das jüdische Volk macht diesen Ort nicht leicht. Haben sie gut gebetet, haben sie gut geopfert, haben sie gut gemacht, aber wenn es kommt eine Nicht-Jid, für die Nicht-Jiden sollst du lieb sein, sollen sie erkennen mit ihrem Verständnis, dass dieser Ort ist ein besonderer Ort. Jetzt. König David ist der erste König von Jerusalem. Wie lange war er König in Jerusalem? 33 Jahre. Zuerst war er 7 Jahre König in Hebron und danach erzählt uns der Tanach, Shmuel, Bet, Kapitel 5, dass König David hat gemacht diesen Stadt Jerusalem für den Hauptstadt von Eretz Israel. Shmuel, Bet, Kapitel 5, ganzen Kapitel. König David hat nicht nur König gewesen, weil er hat diesen Stadt erobert durch eine Prophezeiung von Shmuel. Er ist auch gegangen zu Arna Jevusi und er hat ihm auch Geld gegeben. Steht geschrieben genau die Summe, eine riesige Summe, auch in unserer Welt. Und Arna Jevusi hat ihm gegeben ein Kushan, ein Tabo, ein Grundbrief, das Besitz
von diesem Grundstück. Jetzt stell mal vor, du hast ein Grundstück in Deutschland. Dieses Grundstück ist deine. Du hast dazu Besitz, es wurde bezahlt und diese Wohnung ist deine. Irgendwann hat man dir getrieben von deiner Stube und kommen andere Leute. Wie lange müssen sie dort leben, bis dein Haus ist nicht mehr deine? Wie lange? Unwichtig, oder? Ja. Unwichtig. Auch wenn es ist 10 Jahre, 100 Jahre, 1000 Jahre, 2000 Jahre, unwichtig. Dein Haus ist deine. Ja, aber wer sagt, dass das Haus ist deine? Ich habe zwei Beweise. Einen Beweis habe ich meine Kuschan. In die Kuschan steht geschrieben, das ist meine. Zweitens, mach in diesem Gebäude Prüfung, Archäologie. Guck in diesem Haus, grabe ein und guck, was findest du dort. Wenn du findest drinnen in diesem Haus in Deutschland Geld vom Jugoslawia, bestimmt diesen Stub in Deutschland gehört ein Jugoslawe. Und wenn du findest noch Kultur von dort und alles, aber was passiert? Alles, was du findest in diesem Haus, ist Kultur von Deutschland, Münzen von Deutschland, Gegenstände von Deutschland, Mentalität und Kultur. Und jetzt, im 19. Jahrhundert, ist begonnen eine neue Wissenschaft. Diese neue Wissenschaft heißt Archäologie. Und für die Juden in Israel Archäologie ist spannend. Warum? Wenn jemand ist religiös, will er beweisen, dass die Religion stimmt. Wenn jemand ist nicht religiös, was will er beweisen? Dass die Religion stimmt nicht. Also beide in Israel sind begeistert, zu prüfen, ob die jüdische Geschichte stimmt oder nicht. Alle, vom Yigal Yadin, der hat sich schon in den 60er Jahren in Mezada gefunden, Tfilin, bis Dr. Shlomit Wechsler, einer von den modernsten Archäologen von Ben-Gurion, die hat jetzt vor 3 Wochen gefunden, in Jerusalem, eine Münze vor 2700 Jahren mit einer hebräischen Schrift. Muss man dumm sein, blind sein, arrogant sein, undankbar sein und zu sehen, was man will und zu mischen Politik, als zu sehen, dass in diesem Gebäude hat man nichts anderes gefunden. Was findet man die ganze Zeit? Noch eine Münze, noch eine Mikwe, noch eine Gräbe von die Sanhedrin. Man findet nur jüdische Spuren. Kommen viele Religionen, viele Glaubensrichtungen und darüber spreche ich nicht heute. Warum? Weil ich habe nicht gelernt alle anderen Religionen. Ich habe recherchiert, weil ich bin ein neugieriger Mensch. Und wenn jemand wird Fragen stellen, kann ich ihm Beweise geben von das, was habe ich gelesen. Aber hier in die Gruppe lernen wir Torah. Und in die Torah steht 2 Sachen geschrieben. Gott geht zu Abraham und er sagt, dieses Land gehört dir. Und deine Nachkommen wird das nehmen. Aber es war 2-mal, wo Gott hat gesprochen. Und beim 1. Mal war auch Ishmael. Aber beim 2. Mal sagt Gott, Zeh asher yetzeh mimeecha uirashecha, Yitzchak, ki beYitzchak yikare lecha zara. Gott verspricht Avraham und Yitzchak, dass diesen Ort gibt ihm. Und später, wenn Jakob Avinu schläft in diesem Ort, sagt dem Gott, dieses Land, wo du auf dem liegst, ich werde dir geben und deine Nachkommen. Jakob muss verlassen dieses Land. Und er geht nach Ägypten wegen Hunger. Sie waren dort am Anfang 70 Jahre. 210 Jahre, gepilgert in die Wüste, allein gemutschet. Zum Schluss kommen sie erst nach 300 Jahren, nach der ganzen Geschichte, schon ihr Land hat schon andere Völker. Weißt ihr wie viel? 7. Knaani, Jebusi, Chiti, Girgashi, Emori, Prisi und Knaani. Alle beherrschen diesen Land. Jeder sagt, dieses Land ist meine. 7 Gruppen. 7 Gruppen muss Joshua vertreiben von diesem Land, weil er sagt, das ist meine. Die Leute sagen, nein, es ist nicht deine. Wir leben schon hier ein paar hundert Jahre. Sagt Joshua, ich kämpfe im Namen von Gott. Und tut mir leid, Krieg ist kein schönes Wort. Alle wollen doch Frieden.
und alle waren nur schöne Wörter. Aber manchmal, wenn du musst kämpfen auf deine Existenz, insbesondere, wo du hast keine andere Land, du hast nicht wo zu gehen. Wo willst du, soll ich gehen? Also in Deutschland sagt man dir, geh nach Israel. In Israel sagt man dir, geh nach... Wo soll ich gehen? Soll ich schwimmen im Meer? Wo soll ich gehen? Wo ist mein Ort? Wo ist mein Land? Wo gehöre ich? Wo ist mein kleiner Bodenstück, wo die Taube kann in diesen Flut ihre Körper ein bisschen in Ruhe legen? Und jetzt gehen wir an den jüdischen Aspekt, was steckt hinter die ganze Sache. Aber um das zu verstehen, brauchen wir zu verstehen, dass in diesem Ort, Baruch Ator, die Neuleinu Melech Oilom, Shakonim Dvorak. Gott war in diesem Ort anwesend. Jeder, der kam im Tempel in Jerusalem, beim ersten Tempel, hat Gott gesehen. Es war ein ewiges Licht, 24 Stunden. Der Rauch ist immer gegangen nach oben, egal welcher Winter war. Es war keine Fliege im Tempel, keine Fliege. Weißt du, zu Hause im Sommer 2 Tage, nur ein Fisch hast du gekauft, willst du nur braten, in einer Minute alle Wespen und alle Fliegen kommen. So ein riesiges Schlachthaus in Jerusalem, keine einzige Fliege, keine Schlange und keine Skorpion. Ein Staat, wo jeder, der kommt, spürt Gott. Jetzt, ich mache eine kleine Pause von dem ganzen Thema und erzähle was anderes und komme später zurück. 1929 hat die 6. Lubavitcher Rebbe entschieden, er will machen Reise in Israel. Er war damals in Riga und meine Frau ist Chani. Ihre Großvater, Rabbi Avrom Paris, hat gefunden in Petach Tikva eine Münze, eine Tüte mit goldenen Münzen. Er hat geschrieben einen Brief zu der Rebbe in Riga und er hat gesagt, ich übernehme deine ganze Reise in Israel. Und der Rebbe ist gekommen mit 3-4 Leuten Delegation und die sind gekommen nach Mitzrayim, Alexandria, von Alexandria nach Lud. Und der Großvater von Chani, Rebbe Avrom Paris, ist gekommen mit seinen 3 Mädelach, um zu senden dem Rebbe. Und er hat gesagt, der Rebbe, ich bezahle deine ganze Reise in Israel. Und die Reise von der Freidike Rebbe hat begonnen um 9.30 Uhr am Donnerstag bei Menachem Av. Und sie haben gefahren Miron, Zfat, Tveria, Hebron und Jerusalem. Die Oma von Chani, Safta Chaya, war damals, wenn es war 1929 und sie lebt noch heute, sie wird heute 100 Jahre alt. Heute. Warum erzähle ich das? Toda. Weil der Friedrich Rebbe hat gesegnet, Chanis Oma soll sie lang leben, weil ihre Vater hat ihm gegeben dem Geld für die ganze Reise. Und ich habe heute gelesen, dem Tagesbuch von der Friedrich Rebbe, was waren seine Gefühle in Jerusalem. Und ich zitiere. Der Friedrich Rebbe saß in Russland im Gefängnis viele Monate, weil er war ein Revolutionär. Irgendeine Musik spielte oder irgendein Telefon, bitte alles ausschalten. Dankeschön. Nicht so schlimm. Jetzt ist gut, danke. Also, der Friedrich Rebbe ist gekommen nach Jerusalem und er hat nicht Fotos gemacht, er hat geweint. Er hat zerrissen sein Kleid, aber nachdem er dort gebetet, ein paar Stunden, sagt er, wenn man kommt über Jerusalem, man beginnt zu leben, man vergisst über alles, man hebt sich einen Meter hoch von dem Boden und man spürt wahre Momente am Leben. Das ist eine Beschreibung, ich wiederhole, ich habe gelebt. Ich habe von alles vergessen. Einen Meter hoch von dem Boden. Ich habe gespürt ein paar Momente vom Leben. Was ist unser größter Schmerz am Leben? Was macht uns alle hier
So schwieriges Leben. Weißt ihr was? Sehnsucht nach Gott. Jeder eine, der sitzt hier, will Gott spüren. Er glaubt, aber er sieht nichts. Er kommt Sinn, aber er sieht nichts. Wenn einer ist gekommen nach Jerusalem, hat er ein Gefühl, ich bin angekommen. Das ist der Stub von meinem Vater. Ich sehe meinen Vater, ich sehe Gott im Auge. Jeder, der sitzt hier, versucht zu beschreiben seine Schmerzen mit anderen Wörtern. Der hat Probleme mit Liebe, der hat mit Arbeit. Aber die wahre Sache, sagt der Friedrich Rebbe, was fehlt uns in dieser Welt, ist Abstand und eine Blockade zu Gott. Gott ist irgendwie geblieben abstrakt und Gott ist im Gefängnis und man sieht ihn nicht und man sieht in dieser Welt nur politische, grobe, stumpfe Aussprüche. Deshalb, in dem Moment, wo ein Mensch will wissen, was ist Jerusalem, Jerusalem ist eine Stadt, die zwei Menschen haben gegeben diesen Namen. Abraham hat gegeben den Namen Jeru und Malchizedek, der Sohn von Noach, Melech Shalem, Shem. Shem hat gegeben den Namen Shalem, Malchizedek, Melech Shalem. Zusammen mit Abraham haben sie gegeben eine Stadt, einen Namen Jeru Shalem. Was heißt Jerusalem? Wird man sehen die Vollkommenheit. Wird man sehen die Vollständigkeit. Jetzt gibt es in der Welt sehr viele Religionen. Jeder will Gott sehen. Aber jeder weiß und jeder spürt, dass die Heiligkeit in dieser Welt, obwohl bei den Muslimen Jerusalem ist noch in dritter Stelle, offiziell. Sie haben Mekka und sie haben Medina und er lacht zum Schluss. Aber wenn du redest mit einem anständigen Muslime, und es gibt solche, leider es gibt bei denen sehr viele schlechten Ruf, aber es gibt bei denen eine echten, guten, gläubige Menschen, die wirklich an Gott glauben, in dem höchsten Niveau von Glaube an Gott. Und sie sagen dir unter vier Augen, dass wenn sie kommen nach Jerusalem, dort spüren sie die wahre Gott. Obwohl ihre Prophet in seiner Zeit war noch nichts in Jerusalem gebaut. Erst 70, 80 Jahre später, durch Ayid, der Muslime geworden, und er hat denen gesagt, hey Leute, ihr will Kontakt zu dem Steckdose? Ihr wollt wissen, wo in dieser Welt, verdammt, gibt Kraft? Dort. Nur dort, in dieser Steckdose, gibt die Wahrheit. Und was wollen heute die ganze Welt? Die ganze Welt will diesen Ort, jetzt. Kommt der Präsident von Amerika, nicht der jetzt, sondern Truman. Truman. Und hat man gefragt, kurz nach der Shoah, ob es ist in Ordnung, dass diesen kleinen Volk Juden, die geblieben, sollen sie kriegen irgendein Land. Die ganze Welt war dagegen. Kurz nach der Shoah, wo unser Volk war fast am Ende und am Boden zerstört, war ein Amerikaner, zu dieser Zeit hat man ihn auch genannt, eine Verrückte. Und alle haben gefragt, Truman, wieso willst du diese Leute geben mein Land? Truman hat gesagt, ich weiß nicht, ich habe eine gläubige Katholikenmutter und Oma. Sie haben mir die ganze Zeit gelesen, die Holy Bible. Und dort wird geschrieben über die Chosen Nation. Und das sind die Jewish People. Damit bin ich groß gewachsen. Jeden guter, gläubiger Goy, der nimmt das Alte Testament nicht nur um zu schlafen in Hotel. Ich weiß, macht man in Hotel Bibel. Warum legt man Bibel in Hotel? Um zu schlafen, ja. Also wenn jemand kann nicht schlafen, nimmt die teure, liest zwei, drei Seiten und schläft ein. Ja, aber das ist nicht der Grund, warum gibt die Tora. Die Tora macht dir wach. Und Truman hat damals gesagt, muss man diesen Jeden wegen ihrer Tora geben, mein Land war der Einzige. Ihr könnt das recherchieren. Ich verkaufe euch keine Lokschen. Alles, was ich sage, könnt ihr prüfen, mache ich einen Fehler, bin ich bereit zu ändern. Jetzt, viele Jahre sind vorbei. Israel kämpft sich auf ihre Existenz. Sie hat nicht leicht, aber sie hat dieses Land in 70 Jahren gezeigt, dass sie dieses Land liebt. Und Rabbi Yehuda Halevi, der hat hier gewohnt in Deutschland, in Regensburg, im 12. Jahrhundert, hat gesagt, ein einfacher Satz.
Derderschaft von diesem Mädel zu blühen machen, der ist ihr Besitzer. Derjenige, der schafft, von diesem Bonbon zu machen eine Bonboniere, das ist der richtige Liebhaber. Frag jeder, der dort gelebt in den letzten 2000 Jahren, was war mit diesem Land? Katastrophe. Dieses Land hatte nie eine Chance, bis die sind gekommen, die Leute, die Chaluzim, im Anfang 30er, 40er Jahre, und sie haben gekämpft im Sumpf, ohne Glaube an Gott, ohne Religion, ohne nichts. Aber sie haben geglaubt an ihre Baby, an ihr Land, an Israel. Das war ihre Zion. Zion wie Jerusalem. Zion ist mehr der zionistische Teil. Jerusalem ist mehr diesen geistigen Teil. Gut. Die Zionim sind gekommen und sie haben gegeben ihr Leben. Und für die Leute sagt man, Kol HaKavod. Kol HaKavod bedeutet alle Achtung. Wegen die Leute, die waren bereit, etwas zu tun für mich, können wir heute genießen ein schönes Land mit so viel Grünes, mit so viel Wasser, mit so viel Tiere, mit so viel. Mein Sohn hat mir erzählt, er hat mir angerufen von Argentinien, das hat man in Buenos Aires geschlossen, dem Zoo. Weil die Tiere schaffen nicht dort zu leben, in dieser Hitze. In Israel gibt von allem ein bisschen. Es gibt nicht mal eine Sache, die in diesem Land nicht gibt. Du kommst zu diesem Land, du hast alles. Ein bisschen Öl, ein bisschen Metall, ein bisschen Gold, ein bisschen Diamanten, ein bisschen Falafel, ein bisschen Käse. Du hast alles ein bisschen. Dieses Land ist ein riesiger Salat, wo dort alles gibt. Aber die Juden, die lieben dieses Land, sie haben geschafft, dieses Land zu bauen. Guck mal, was hat man genommen in der Hand in den letzten 70 Jahren. Was siehst du? Das lohnt sich, zu sein ein guter, dankbarer Gast in diesem Land. Genauso, wenn ich lebe hier in Deutschland und ich bin sehr dankbar zu der Regierung und ich denke nicht, dass die Regierung hat mir etwas getan, sondern ich bin sehr dankbar, dass sie mir heute gut ist. Genauso jeder, der lebt in Israel, soll diesem Land dankbar sein. Soll diesem Land helfen. Soll dieses Land unterstützen, weil dieses Land will nur Gutes tun. Und jetzt habe ich für euch eine Überraschung. Dieses Land will auch nicht der Tempelberg der El-Aqsa-Moschee. Als fromme Jid sage ich euch, diesen Ort dürfen wir nicht antreten. Es gehört uns nicht. Gott ist noch nicht so weit, dass uns das erlauben. Diesen Ort, diesen Moschee, nach der Halacha, nach der jüdischen Religion, dürfen die Juden dort nicht antreten. Diesen Ort kann man nur antreten, wenn kommt die 10. rote Kuh. Und wenn die 10. rote Kuh macht uns alle rein, wenn wir sind alle rein, dürfen wir erst, wenn Mashiach wird kommen, dort einkommen. Deshalb, das jüdische Volk will alle Leute, die leben in Israel, so wie es steht auch in die Schriftrolle von dem Gründen von diesem Land, alle Nationen, alle Religionen, alle Gläubigers, alle Menschen, die leben in diesem Land, haben ein Recht, dort zu leben und zu üben, ihre Kultur und ihre Religion. Und ihre Kultur und ihre Religion ist nicht eine Kultur und Religion, die gegen dieses Land, sondern eine Kultur und Religion, die für dieses Land. Oder die arabischen Länder haben auch sehr schöne Kultur von den alten Zeiten. Es muss nicht sein jetzt nur politische Sachen. Es gibt genug, Maimonides selbst schreibt unheimlich viele Kultur und Philosophie von El-Kharizi, von Muammar el-Okze, von sehr vielen arabischen Schriftstellern, die schreiben tolle und kluge und gute Ideen. Die haben weise Leute. Deshalb, die Frage war, was denken die Juden, die frommen Juden insbesondere, auf die Aussage von dem Präsidenten von Amerika jetzt, nicht von Truman, von Trump, für seine Aussage, dass er ist gekommen und er hat gesagt, dass Jerusalem ist die Hauptstadt von Israel. Welches Gefühl erweckt das oder bringt das zu jedem wie ich? Dann sage ich euch, in meinen Augen, das ist genauso wie einer steht auf und er sagt, meine Damen und Herren, niemand hat das gesagt vor mir, aber ich muss euch sagen, eure Kanzlerin, Frau Angela Merkel, ist eine Frau.
Sie ist eine Frau. Und ich sage euch, ihr müsst alle wissen, sie ist eine Frau. Ich danke euch für das Zuhören. Applaus. Applaus. Was kommt bei euch jetzt rüber? Was will der Schlomo gerade jetzt? Was erzählt er uns? Wir wissen das. Ihr wisst das schon alles. Stimmt. Frau Merkel ist eine Frau. Todaraba, Bemet. Angela Merkel ist feminin. Ist eine Frau. Starke Frau. Starke Frau. Was, wer weiß. Ja, aber in dem Moment, wo der Mann kommt, das, jeder beginnt seinen eigenen Kommentar zu denken nach seiner Wahrnehmung. Ich kann reden nur von mir. Bei mir hat das nicht gebracht, was Schlechtes. Und es hat mir auch nicht gebracht, was Gutes. Er war nur ein mutiger Mensch, zu sagen, das, was steht geschrieben in Torah. Der hat das nicht von sich ausgedacht. Das ist nicht ein Geheimnis, dass Frau Merkel ist eine Frau. Aber das zu sagen im Publikum, erweckt so eine Unbequemlichkeit. Was ist genau jetzt die Aussage? Was will er damit sagen? Aber was will ich hier dominant sagen? Wenn Leute nehmen diese Aussage als politische Stellung, dann hat das nichts zu tun mit dem heutigen Abend. Heutiger Abend ist nicht eine politische Darstellung. In einer politischen Darstellung, ihr könnt kommentieren und hören andere Leute. Hier lernen wir das, was steht in unserem Glaube. In unserem Glaube steht geschrieben andeutig. Nehemia Kapitel 5, Pasuk 8. Schon beim zweiten Tempel schickt Nehemia und Ezra zu bringen Bäume leir habira asher birushalayim. Was heißt ira bira asher birushalayim? Der Hauptstadt in Jerusalem. Also steht diesen Satz schon in Nehemia und schon in Ezra. Guck bitte in diese Bücher, Kapitel 5, Kapitel 8. Diese Bücher hat jeden Mensch zu Hause, jeden Bibliothek. Man braucht nicht zu nehmen Zettel von dem Weißen Haus, um zu sagen, das, was steht geschrieben in die Bibel. In die Bibel steht schon geschrieben, das ist ihre Bira. Es steht schon geschrieben, das ist die Hauptstadt. Was will er mit dieser Aussage machen? Mit dieser Aussage will er etwas erwecken. Und ich kann reden nur vom jüdischen Aspekt. Die Juden haben ein großes Problem. Und die Probleme von den Juden, die sind nicht mutig, die Wahrheit zu sprechen, klar. Und wenn ein Mensch beginnt zu stottern, jeden guten Advokat und Rechtsanwalt, wenn er sieht, dass die andere Seite beginnt zu stottern, er hat gewonnen, gewinnt er sofort. Fragen Sie jeden Jurist, wenn wir beginnen zu stottern über unsere Rechte, über unser Land, über unsere Hauptstadt, über unsere Glaube, und wer weiß, sie waren dort, sie waren vor, sie waren nach. Hey, Chevre, ganz einfach die Sache. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Warum steht das geschrieben in die Bibel? Weil Gott hat gegeben die Erde an wem er will. Wenn er will, gibt er das die Juden. Wenn er will, nimmt das weg von den Juden. Und ein Beweis, jahrelang, Gott hat das weggenommen. Und wenn Gott hat das weggenommen, es gibt nicht mal einen Mensch in die Geschichte, der hat gesagt, ja, gib das den Juden zurück, das ist ihr Land. Aber es gibt Zeiten, wo derselben Gott, wo hat gesagt, die Juden, tschüss, für 2000 Jahre Reise in die ganze Welt, sagt er sein Volk, ihr habt schon genug gelitten. Jetzt kommen wir kurz vor der Zeit von Moschiach. Und es wird sein Frieden in die ganze Welt. Auch wenn die Leute so viele Nachrichten lesen und sie haben Angst, ich will euch sagen, wir leben in die beste Zeit in die Geschichte. Es war noch nie so gut in die Geschichte wie jetzt. Heute habe ich getroffen einen Kollegen, der hat mit mir gearbeitet 15 Jahre. Er ist schon 5 Jahre in Rente. Ich habe ihn heute getroffen. Ich habe gesagt, wie geht's dir? Sagt er, blendet. Wie genießt du von deiner Rente? Sagt er, wunderbar. Sagt er, Schlomo, ich habe in meinem Leben nie einen Krieg erlebt. Und wenn jemand hat nicht mit Krieg gelebt, lebt er sehr gut. Fast alle, die hier sitzen, fast alle, haben nicht erlebt wirklich einen Krieg in ihrem Leben. Fast.
Ich habe gesagt, fast alle. Fast alle, die hier sitzen, haben nicht erlebt einen Krieg in ihrem Leben. Und ich habe für euch noch eine Nachricht. Ihr werdet auch nicht Krieg erleben. Ich sage euch, woher weiß ich das? Der Prophet sagt uns, Lo takum pa'amayim tzara. Und so, die Lubavitcher hat auch uns versprochen, es war einmal eine Weltkatastrophe und es wird nicht noch einmal vorkommen. Das ist eine Garantie, wo steht geschrieben, Lo takum pa'amayim tzara. Es wird nicht sein, zweimal die Tzara. Und sollt ihr wissen, dass die meisten Leute, die ich kenne, die meisten Juden, die meisten Deutschen, die meisten Amerikaner, die meisten Menschen in der Welt sind bereit zum Frieden, die sind bereit zur Moschiachszeit. Es gibt natürlich Venen vom Geburt. Und was ist passiert heute? Gestern saß ich mit meinen Schülern in die Klasse und ich habe gesagt, wie fühlen sie sich als Jeden in die Klasse? Und jeder hat gefunden irgendeine Geschichte unter die Erde. Aber habe ich gesagt, aber es gibt 1000 Kinder in die Schule. Mit wie viel hast du Probleme? Mit ein oder mit zwei? Warum guckt ihr nicht, dass mit 900 ist in Ordnung? Denk dran, dass in Israel war letztes Jahr nur Touristen, hör mal gut zu, 3,7 Millionen Touristen, größten besuchten Jahr in Israel war letztes Jahr 2017. Aber was passiert heute? Es gibt viele Menschen, die haben Zeit. Und wenn ein Mensch hat Zeit, sitzt er an die virtuelle Welt und er liest Artikel und er liest auch Tugbacks. Tugbacks ist das, was die Leute Kommentare schreiben. Ich sage euch meine Theorie. Jeder Mensch, der will Krieg, er ist ein Mensch, der schon in Krieg mit seinem Leben. Jeder Mensch, der geht ihm gut, will, dass der anderen auch gut geht. Ein Mensch, der geht ihm nicht gut, will er in diesen schlechten, frustrierten Welt mitnehmen andere Leute. Und es ist unwichtig, ob das ist eine Pilot in Lufthansa, der frustriert und nimmt Leute mit dem Flugzeug runter. Es ist egal, ob er es einer, der bombardiert und er kämpft gegen alle Leute. Tod von jeder Seite ist nicht in Ordnung. Ich bin für keine Tod in dieser Welt. Aber ich bin auch nicht für eine Überdrama, für die ganze Sache, was heißt Tempelberg, Juden, Feind, Hass. Beruhigt euch. Es ist nicht so gefährlich. Kann jeder dienen. Ich bin schon hier 20 Jahre. Ich erlebe von Tag zu Tag bessere Ereignisse von Menschen. Menschen, die hätte ich nie gedacht, kommen mir entgegen. Meine Reife ist geplatzt und eine Deutsche schleppt mir zum ADAC. Der hilft mir auch nach der Stunde die Reife zu reparieren. Der Postmann, der weiß, dass am Schabbes gebe ich nicht Unterschrift, ist er bereit zu legen den Post neben mein Haus, ohne zu unterschreiben. Ein Deutsche. Weißt du, was ist das für mir zu geben, ein Päckchen ohne zu unterschreiben? Er kommt am Montag, sagt der Rabbi, mach 7 Unterschriften. Der hat Angst, glaube ich, Panik. Wo seid ihr gelandet? Es gibt so viele gute Menschen, hilfsbereit, man kann mit denen gehen. Und deshalb, ich habe an euch eine Bitte. Jeder, der hat noch nicht die Gelegenheit zu sein in Jerusalem, soll fahren nach Jerusalem. Und er wird dort genießen. Und ich erzähle euch ein Experiment, das habe ich erlebt beim letzten Besuch in Jerusalem. Ich habe entschieden, ich fahre nach Ost-Jerusalem, um zu besuchen dem Grab von meiner Mama. Es war Nacht und meine Frau hat gesagt, was ist mit dir los? Du bist geworden nach Friedensstifter. Fährst du jetzt nach Ost-Jerusalem zum Grab Olivenberg? Habe ich gesagt, hör mal zu. Die Menschen sind nicht so schlecht, wie man sie stellt. Die wollen auch ihre Ruhe. Die verlieren auch von diesem Balagan. Von Kampf verlieren alle. Von Krieg, alle sind am Leiden. Niemand hat davon ein Problem. Aber in jeder Gruppe gibt es ein paar Radikalers. Und diese paar Radikalers verderben die ganze Stimmung. Bin ich hingefahren. Und Aufzuloch ist, wie man sagt in Jiddisch, die Waze von meiner Frau hat aufgehört zu arbeiten. Diese Maschine. Und da stoppe ich in einen Kiosk. Und ich rufe eine, kommt ein Araber so direkt zu meinem Auto. Und sagt so ganz seriös, Matarotze,
Was willst du? Ich sagte, Ephobet Kvarot, wo ist der Friedhof? Sagt er, soll ich mit dir kommen und zeigen? Ich habe gesagt, nein, zeig mir noch wo. Zeig mir noch wo. Wie soll ich fahren? Er sagt, du fährst bis Ende und dann mach er links und dann mach er rechts. Gut, haben wir gefahren und gefunden und alles okay. Mein Kind von hinten sagt, aber Kola Aravim Esukanim, alle Arabers sind gefährlich. Habe ich gesagt, jeden Mensch ist gefährlich, auch dein Papa. Jeder Mensch in dieser Welt ist gefährlich. Die Frage ist, wie hat man ihn strapazitiert? Die Frage ist, was hat man ihm getan? Jeden Mensch hat in sich ein Engelteil und jeden Mensch hat in sich auch eine wilde Haie-Teil. Ein Teil, der sich selbst nicht erkannt. Wir sehen auch Eltern, die prügeln ihre Kinder. Wir sehen Eltern, die hängen ihre Kinder zu Bett. Sie legen die Kinder in Bett in Amerika. Die Kinder haben nichts zu tun mit Jerusalem. Die wollten nicht nach Jerusalem fahren. Gekritzte Menschen gibt es überall. Dass die Gekritzten und die Problematiken springen rein in Konflikten, die man miteinander lösen kann, es ist immer machbar. Was ist meine Lösung? Meine Lösung ist nicht politische. Meine Lösung ist eine religiöse. Weil ich glaube, mit Politik wird man nur weiter strapazitieren, weil das Problem ist hier religiös. Das Problem ist hier nicht Politik. Ich glaube, und das ist mein Wunsch, soll alle Religionen in dieser Welt, wenn einer hört mich irgendwo und es gibt einen reichen Mensch und er ist bereit zu nehmen, die 10 powervolle Menschen von jeder Religion, also es gibt immer Statistik, wer hat so Einfluss auf die Bevölkerung? Also ich lese so einmal im Jahr, in jeder Richtung gibt es so eine der hat Papst, Rabbiner, Guru. Soll man nehmen die größten Menschen, die haben Einfluss auf die Menschen, und soll man sie alles bezahlen zu sitzen 3-4 Tage, und die sollen erziehen ihre Menschen, mehr vernünftig und tolerant zu anderen Gruppen zu sein. Und ich habe schon dieses Experiment gemacht. Letztes Jahr bin ich gefahren mit deutschen Lehrern nach Israel und ich habe gehört von einem Guide über alle Religionen, über das Christentum, über das Islam, über alles, was passiert in Israel. Und ich habe nur zugehört und nichts reagiert. Und glauben Sie mir, jede halbe Stunde hat die Guide oder der Reiseleiter oder Leiterin gesagt, ich weiß nicht, ob der Rabbi ist mit mir einverstanden oder nicht. Ich habe gesagt, mach weiter, mach weiter. Also ich bin hier zu hören, ich bin hier zu hören. Das, was ich weiß, weiß ich schon. Ich bin bereit zu hören, noch Farben, noch Aspekten. Und heute habe ich verstanden, dass fast jeder Mensch hat seine Muster für sein Leben und er ist nicht bereit, noch etwas, noch irgendeine Gedanke noch weiterzunehmen. Sehr viele Menschen sind Bio-Robot von ihrer Erziehung, von ihrer Glaube, von ihrer Vernunft. Ich habe nichts dagegen, ich war schon hier in Deutschland, schon 3-mal in einer Moschee. Einmal habe ich das sogar aufgenommen und 2-mal haben sie mich gebeten, ohne Werbung. Du kommst, aber du redest mit uns. Ich habe mit denen geredet, ich habe meine Meinung gesagt, sie haben ihre Meinung gesagt. Und ich glaube, hätte ich gewachsen in ihrer Familie als andere Glaube, ich werde genauso gepredigt. Das, was er sagt, der kann nichts dafür. Aber denk nun nicht, dass es hat sich etwas geändert an das, was steht in Torah. Das, was steht in Torah, ist Chai Vekayam. Jerusalem ist ein Staat, wie die Allerheiligsten für uns. Und ich gebe euch einen Beweis. Der höchste Teil für den Juden, der größte Tag ist Yom Kippur. Yom Kippur ist zu Ende. Was schreien alle Juden in die ganze Welt? Leshana ba'a Jerusalem. Gut, das ist in die Synagoge, aber nicht alle sind religiös. Auch die Nicht-Religiösen sitzen Pesachabend zu Hause. Sitzen mit der Familie, essen Matzes, lesen die Agada. Die Agada ist zu Ende, was sagen sie? Dieselbe, Leshana ba'a Jerusalem. Gut, manche Leute gehen nicht in die Synagoge am Yom Kippur. Manche gehen auch nicht am Pesach, am Seder, aber sie gehen zu einer Hochzeit. Und wenn man kommt zu einer Hochzeit, immer bei einem Ende von einer Hochzeit nimmt man ein Glas und zerbricht man auf dem Boden, um zu zeigen,
Wir sind verdammt traurig auf Jerusalem. Donald Trump hat mir nicht gebracht Freude. Er hat mich nur erinnert, dass Gott ist noch nicht in Jerusalem. Seine Erscheinung ist noch nicht zu spüren. Es ist noch ganz, ganz verdammt weit, wo Gott soll zeigen seine Ehrlichkeit, seine Güte, seine Seele, seine Zurückkommen im Tempel. Nachdem, wo Gott ist weggegangen von Jerusalem, die Juden waren so traurig, sie wollten nicht mehr essen Fleisch und Wein. Weil im Tempel hat man doch geopfert mit Fleisch und gegossen Wein. Kam der Prophet Jeremiah und Jeremiah hat gesagt, wenn ihr wollt nicht essen Fleisch und Wein, sollt ihr auch nicht essen Brot. Weil im Tempel hat man doch gemacht jeden Tag Schaubrot. Sagen sie, es stimmt. Wir werden nicht essen Brot, auch wir werden essen Obst und Gemüse. Sagt Prophet Jeremiah, ja. Aber es gibt eine Mitzwa Bikurim, dass jeden bringt seine erste Früchte nach Jerusalem. Dann können wir nicht essen Früchte. Sie haben gesagt, ja, wir werden schaffen ohne Früchte von Feigen, Datteln, Oliven, Granatäpfel, Gerste. Also wir werden damit gut leben. Sagt er, ja. Aber Wasser wird er auch nicht trinken. Weil im Tempel hat man gegossen Wasser, um zu putzen am Sukkot. Und dann haben die Juden verstanden, dass Ayid heute zu leben, braucht gleichzeitig zwei Gefühle haben. Eins, trauern auf Jerusalem. Sechsmal am Jahr fasten wegen Jerusalem. In jeder Hochzeit ein Glas zu brechen. In jedem Stub ein kleines, ungemahlenes Stückel lassen, wenn es bei euch zu Hause irgendwo ist ein bisschen nicht richtig restauriert und jemand kommt, könnt ihm sagen, das ist wegen Jerusalem. Also das machen wir als Erinnerung von Jerusalem, das ist nicht richtig restauriert. Das, ja. Und steht geschrieben, soll eine Frau nicht alle ihre Schmuckstück auf einmal tragen. Gut, heute ist unmöglich. Aber in den alten Zeiten gibt es ein Gesetz, dass eine Frau soll nicht auf einmal alles, was sie hat, tragen. Soll sie etwas lassen. Und bis heute in Jerusalem sind geblieben Gesetze. In Jerusalem, in alter Stadt, darf man nicht mehr spielen Musik, mehr als zwei Instrumenten. Alle Hochzeiten in Jerusalem, in alten Stadt, sind nur zwei Instrumenten, nicht mehr. Um zu zeigen, dass die Freude ist begrenzt. In Jerusalem darf man nicht Küken und Hühner wachsen lassen. Weil Hühner und Küken und Hühner lassen Gott. Geschäften. Und diese Geschäften bringen Krankheiten. Wer weiß jetzt in Deutschland, was ist mit diesen ägyptischen... gibt es genug Balagan. Aber steht geschrieben in Jerusalem vor 2000 Jahren nichts. In Jerusalem ist verboten zu machen ein Berg von Recycling von Müll. Geht nicht, weil in diesem Staat muss gut riechen. In diesem Staat darf man nicht eine Verstorbene lassen über Nacht bleiben. Weißt du, wie bitter ist das? Meine Mutter, seligen Andenken, ist gestorben am Schabbat. Ich habe das erste erfahren, Schabbatausgang. Und weil meine Mutter war in Jerusalem, hat man sie beerdigt, ein paar Stunden nach dem Schabbat. Ich bin geflogen, habe ich die Beerdigung verpasst. Pech. In Jerusalem lässt man nicht Menschen übernachten tot. Warum? Weil diese Stadt ist heilig. Diese Stadt ist 24 Stunden rund um die Uhr. In dieser Stadt gibt das ja jetzt. Also ich habe zum Schluss drei Ideen, was kann man machen. Ich habe euch hier gebracht ein Kapitel. Dieses Kapitel heißt Al-Naharot Bavel. Wenn jemand kann das jeden Tag lesen, nach dem Essen, ist eine gute Mitzwe, aber nicht am Schabbat. Dieses Kapitel sagt man nicht am Schabbat. Dieses Kapitel ist sehr, sehr wichtig, zu sagen, jeden Tag zu erinnern an Jerusalem. Zwei, jeder soll bitte fahren nach Jerusalem. Der, der noch nicht dort gewesen, soll er versuchen, im kommenden 90 Tage zu fliegen. Soll er nicht sagen, irgendwann. Irgendwann ist nicht gut. Irgendwann ist zu spät. Fahr. Warst du noch nicht? Fahr hin. Für eine Woche. Dann weißt du mindestens, du warst in dieser Welt, in einem Ort, wo man lebt,
wo man spürt eine Mette über dem Boden, wo man gefühlt Gottes Nähe. Und die letzte Sache. Versuch nicht zu schärfen Diskussionen mit anderen Religionen. Es bringt niemand weiter. Seitdem ich bin in Deutschland, habe ich auf mir zugenommen, mit niemand zu diskutieren über seinen Glauben. Weil jeder Mensch hat seinen Glauben fest. Was will der andere sehen? Dass du bist mindestens überzeugt von deinem. Du kannst reden nur von deinem Aspekt. Wenn du redest von deinem Aspekt, der andere wird sich erkennen, dass irgendein Punkt in das, was du sagst, ist überzeugt. Wenn es nicht alles überzeugend, aber irgendein Punkt überzeugt schon. Und ich habe mir auch entschieden, mit Gottes Hilfe, jeden Reise, wo ich fliege nach Israel, muss ich in Jerusalem gehen. Das habe ich schon begonnen bei diesen Reisen. Es gibt, ich höre von Menschen, sie fliegen nach Israel, sie kommen zurück, wo warst du? Netanya, Hadera, Tel Aviv. Wo noch? Rehovot. Ich habe einen Cousin in Rehovot. Jerusalem, warst du nicht zum Besuch? Was soll das? Dein Papa wartet auf dich. Komm, zeig dein Gesicht. Sag Hallo. Geh zu der Wand. Sag ein Wort. Rede zu Gott, er wird dir zuhören. Wir haben gesehen dort einmal eine Frau, eine Deutsche. Sie steht dort, haben wir beide gesehen, und weint. Betet. Ich wünsche, das soll ich so beten. Und sie ist eine Deutsche und total säkulär, nun gläubig. Und nach dem Gebet, meine Frau fragt sie, warum betest du hier? So vom Herzen. Sagt sie, vor ein paar Jahren, mein Mann und ich haben uns so gewünscht, Kinder. Es hat nicht geklappt. Und wir waren hier, haben wir beim Gott gebetet. Und jetzt will ich Danke sagen. Ich will Danke sagen. Eine Deutsche, sie will Danke sagen in diesem Ort. Aber warum? Sie ist klug. Was habe ich euch vorgelesen am Anfang? Gebete von wem hört Gott in diesem Ort? Von Nichtjuden. Ich sage euch alle, fahrt dorthin. Bete. Bete für uns. Bete für euch. Bete für jeden. Diesen Ort ist ein Tfilat Kolpe. Ist ein Ort, wo die Gebete hochkommen. Ich danke dem lieben Gott, dass wir stehen heute in so einer besonderen Zeit vor dem Geburtstag von Hannis Oma, die wird 100, vor dem Todestag von dem Rebbe Rajatz, der hat sie gewünscht, langes Leben, und dass der Urgroßvater hat die ganze Reise von dem Rebbe Rajatz in Israel ermöglicht, so eine Freude. Der Rebbe Rajatz war so dankbar, er war so glücklich, er hat gesagt, ich habe gelebt, nach vielen Monaten in Russland im Gefängnis, bei den Sektien, hat man ihn geschlagen, geprügelt, auf dem Boden. Kommt er zu seinem Ort, ein Boden. Weißt du, was ist das für jeden? In den alten Zeiten, Ayid ist gekommen nach Eretz Israel, gleich vom Flugzeug ist er runter, hat er gegangen auf den Boden, hat er geküsst, gefahren nach Jerusalem, mit Demut, mit Freude. Und heute gehen Menschen zu der Klagemauer und sie wollen machen Selfie. Ihr wisst, was ist Selfie? Ja. Man nimmt, nein, es gibt schon moderne Selfie mit einem Stock. Ja, wirklich, wir sind Menschen mit einem Stock. Nehmen einen Stock und machen so und die sind gewöhnt dort. Das bedeutet zu sein in Kotel? Zu sein in Kotel bedeutet löschen dem Handy. Gehen und sitzen dort mindestens eine halbe Stunde. Danken Gott, beten Gott, erkennen, zu sehen, wie andere Leute beten. Das ist ein Ort, wo dort schon 323 Jahre die Juden beten dort regelmäßig. Und in diesem Ort hat Jakob gebetet. In diesem Ort hat Abraham und Yitzchak gebetet. In diesem Ort hat Noach gebetet und seine Kinder, Melchizedek und Avram. In diesem Ort hat Adam gebaut. Adam, jetzt versteht ihr, warum wollen alle dort gehen? Wir sind alle Kinder von Adam und Chava. Und ich glaube, diesen Ort zu geben, in jüdische Hände, zu pflegen, zu aufpassen,
zu bearbeiten, ohne Politik, mit voller Ehre und Legitimatie zu anderen Religionen zu praven, genauso wie wir hier wollen wir unsere Synagoge und wir kriegen von Deutschland große Ehre für die Synagoge. Die geben uns Polizei, die schützen uns. Wir wollen nicht, dass die Synagoge soll uns gehört. Wir wollen hier in diesem Land unsere Heim, in diesem kleinen Ort. Genauso, wenn andere Religionen oder Gruppen wollen in Israel ihren Platz zu beten, ihre Gebethäuser. Gesundheit, niemand hat was dagegen, ganz im Gegenteil. Es ist verboten, solche Menschen zu stören oder auslachen, weil das ist ein Ort, wo alle müssen dort beten. Steht geschrieben, dass beim ersten Tempel von Jerusalem sind mehr Goyim-Besucher gekommen als Jiden. Weil du hast so eine Garantie zu beten. Verstanden? Ich danke euch für das Zuhören. Wenn jemand will was fragen oder bemerken, bitteschön. Bitteschön. Aber ich habe eine Bitte vorher, vor die Frage. Nicht politisch, nicht dramatisch und nicht, dass die ganze Luft vom Ballon gut runtergeht. Ansonsten schaut auf die Frage, wenn sie geht, etwas zu bereichern, gerne. Aber wenn sie geht, Konflikten zu vertiefen, ich bin nicht der Typ. Und ich gebe sie noch den Chance. Dann muss ich mich wieder hinsetzen. Das wäre schön. Den Applaus. Weil, nur gute Sachen, bitte. Dann werde ich eine kleine Geschichte erzählen. Sehr gerne. Die in deine Richtung geht.